Moin, liebe Freunde des Action-Adventures und des Jump'n'Runs und herzlich willkommen zurück zu Alice Madness Returns. Ja, wir sind mittlerweile in der 7. Aufnahmesession am Ende des 4. Kapitels. Es gibt keinen Grund weiterzumachen. Ach nein, das sehe ich anders, Königin. Denn ich habe viel zu viel Spaß an diesem Projekt, um es jetzt aufzuhören. Ja, wir fahren fort. Wie gesagt, 4. Kapitel. Wir sind, ja, ich sag mal so, am Ende des 4. Kapitels angekommen. Seine Hand war schleimig, Alice. Wie ein Aal aus der Isis. Und erst der Name. Bambi. Wenn er jemals seinen Abschluss schafft, muss sich seine Abendvisite noch sehr verbessern. Ah ja. Okay. Ich verstehe. Eine Erinnerung fehlt uns noch. Zwei Flaschen. Eine Flasche haben wir verpasst. Ja, Radularräume fehlt uns auch noch einer. Mal gucken, vielleicht schaffen wir das ja tatsächlich noch, soweit es geht, vollständig das hinzukriegen. Ih, wir gehen jetzt in den Mund rein. Au! Arme Alice. Oh, da ist ein goldener Zahn. Geil. Ich war heute ein bisschen unterwegs. Oh. Ein Speicherpunkt, ein weiterer. Wie gesagt, war heute ein bisschen unterwegs. Und hab ein paar Sachen erledigt. Und ja. Ich bin mal gespannt, was wir hier finden werden. Der Radularraum, der letzte. Sehr gut. Ich glaube, die Zähne sind hier weniger geworden. Kann das sein oder täuscht das? Ja, dann besuchen wir jetzt den letzten Radularraum. Ich bin gespannt, was auf uns zukommt. Oh. Big Alice schlägt wieder zu. Big Alice. Die restlichen, die latschen dann nur so rum, so, ja. So halbwegs. Finde ich cool, mal was anderes. Dürfte sie eigentlich nur kitzeln, theoretisch. Aber die Zähne nehme ich gerne. Au! Das war nicht nett. Arme Alice. Kann man ihr doch nicht antun. Der Hintergrund ist übrigens interessant. Daneben. Korrekt, Fräulein. Sehr schön. Nummer 3. Beziehungsweise eigentlich Nummer 4, aber naja, ist egal. Ja, das fängt doch schon mal solide an.
Übrigens, ich habe erfahren, dass das Symbol, dieser Huf, das ist das griechische Symbol für Omega. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Habe ich wieder was gelernt von euch in den Kommentaren. Vielen Dank dafür an dieser Stelle. Es wurde bisher zahlreich kommentiert, tatsächlich. Das finde ich sehr lobenswert. Auch, dass ihr so aktiv dabei seid, das freut mich riesig. Da möchte ich an dieser Stelle mal ein großes Lob an euch aussprechen. Das freut mich wirklich sehr, dass ihr so aktiv dabei seid. Wo ist denn? Ist denn hier irgendwie noch? Ach, ich muss das abschließen, das Herz, okay. Kein Schlüsselloch mehr? Manno. Nur das eine? Ach, schade. Ich hätte gern noch ein Schlüsselloch gehabt. Oh. Wie sich das anhört, richtig ekelhaft. Aber auch cool irgendwo. Ekelhaft und cool gleichzeitig. Ich bleib jetzt mal kurz geschrumpft. Ein Kampf dürfte uns ja jetzt nicht mehr unbedingt erwarten. Soll das die Magensäure sein? Moment. Okay, das kann ich nicht abschießen. Okay, das sind also Plattformen, die hoch und wieder runter gehen. Kein Secret. Boah, da hinten ist ein weiteres Herz, sehe ich gerade. Oh, wie sich das anhört, ne? Boah. Und hier vorne war auch noch eins. Halleluja, das hört sich an. Richtig ekelhaft. Aber auch faszinierend, wie gesagt. Ich wiederhole es gerne. Müssen wir rein. Ja, das weiß ich. Wollte noch mal gucken wegen Secrets, aber hier scheint keins mehr zu sein. Speicherpunkt und es folgt doch noch ein Kampf. Okay. Auf die Fresse. Da ist aber ein Schlüsselloch. Das nehme ich doch gerne mit. Ah, die letzte Erinnerung. Jedes Ding hat seine Zeit, Alice. Eine Blume erblüht und verwelkt. Auch Erinnerungen haben kein Recht auf ewiges Leben. Die schmerzhaften sollten wir auslöschen. Gut, die letzte Erinnerung haben wir schon mal. Jetzt fehlt uns nur noch eine Flasche. Was hat das jetzt bewirkt? Ah, da ist ein zweites. Okay. Wir kommen voran auf jeden Fall. Ja. Den hat's zerrissen, würde ich mal sagen. Oder City läuft noch. Okay. Mhm.
Es ist jetzt momentan erstaunlich geradlinig und klein gehalten. Hier sind wieder ein paar Zungen. Vor allem dieses Herzklopfen dabei die ganze Zeit im Kopf. Oh, ist das das Allerheiligste? Ja, das ist das Allerheiligste. Das heißt, wir haben sogar zwei Flaschen verpasst. Okay, das finde ich jetzt nicht so geil. Das ist bitter, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, das lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Haben wir zwei Flaschen verpasst, auch gut. Dann soll es so sein. Oh, sie geht langsamer. Da vorne ist sie, die Königin. Ich hatte jemand anderen erwartet. Du kennst deinen eigenen Geist nicht. Mein Geist erscheint mir fast wie ein Fremder. Was du behauptest, nicht zu wissen, ist nur, was du verleugnet hast. Du hast deine vagabundierenden Erinnerungen zurück. Was hast du damit vor? Einst hast du meinen Griff nach der Macht unterbunden. Mit Gewalt. Aber nun gestattest du es jemand anderem, meinen Platz einzunehmen. Ich werde dich bestimmt nicht vermissen. Du ziehst den heißen, stinkenden Atem und die unerbittliche Aufmerksamkeit eines mächtigen, vernunftlosen, gefühlskalten Radau-Ruders vor? Das bezweifle ich. Hast du mehr für mich als eine Warnung? Die Raupe sagte, du könntest mir helfen. Dafür bräuchte es ein attraktiveres Angebot als das momentan. Aber sonst sind wir alle verloren. Nicht verloren. Vergessen. Ich mag hier überleben. Aber mit dir ist es aus. Du verstehst das Muster der Zerstörung, das weiß ich. Der Zug versucht, alle Bilder deiner Vergangenheit zu zerstören, vor allem das Feuer. Nun, wen sollte das nützen? Wer profitiert von deinem Wahnsinn? Die Zerstörung des Wunderlands ist auch meine Zerstörung? In der Tat. Und ich habe ihn aufs Gleis gesetzt, ich kann ihn stoppen. Das ist gut für mich. Ich bin nicht verrückt. Hab meine Familie nicht getötet. Ich bin gesund. Ich bin nicht wahnsinnig. Ich bin unschuldig. Nicht schuldig. Was passiert hier? Was tust du? Der Zug muss gestoppt werden. Aber es gibt mehr zu tun. Dein Blick verdeckt deine Tragödie. Die ganze Wahrheit, die du angeblich suchst, klammert dich aus, weil du die Augen vor dem verschließt, was dich umgibt. Dieser Wahnsinn hat keine Methode. Meine fachliche Meinung? Wahnsinn ist durchaus heilbar. Wenngleich vielleicht nicht in diesem Fall. Der Obrigkeit muss man gehorchen, oder man muss sie stürzen. Hab aber gering. Das ist so meine Methode. Aber sie ist verrückt wie ein Hutmacher, die arme Kleine. Das Schlimmste ist vorüber und rüber und rüber. Vergiss es, Alice. Vergiss es. Ja, der Übergang in Kapitel 5, würde ich mal sagen. Kann Realität und Illusion nicht unterscheiden. Denk an deine letzte Reise. Ein Elefant vergisst niemals, wo er seinen Rüssel gelassen hat. Zugreisen nur mit kleinem Gepäck. Niemals größer als dein Kopf. Ich mag mich irren, euer Gnaden, aber ich bezweifle es. Hinab den Pfad des prähistorischen Schleims. Und dann nochmal zur Seite. In der Tat, Doktor, das war geboten, ganz sicher. Ich würde sagen, es ist sehr heiß hier drin. Ich meine, vernebelt. Und sie hilft nicht mit. Oh nein, nein, ganz und gar nicht. Was für eine Blamage. Ich befürworte deine Entlassung und schon stehst du wieder vor der Tür. Mein Ruf ist ruiniert, Leute reden, Alice. Ich bin ein Gewohnheitstier. Knochen vergraben, gemerkt? Loyalität. Du darfst niemals von zu Hause weglaufen. Platz, Alice, sitz! Ja, wir sind also wieder in der Irrenanstalt. Man hat ihr die Haare abrasiert, wenn ich das richtig sehe. Und sie in eine Hab-mich-lieb-Jacke gesteckt.
Wenn ich mal bedenke, zu welcher Zeit sie gelebt hat, kann sie wahrscheinlich sogar noch froh sein, dass es nur die Zwangsjacke ist. Ne? Ich möchte ja auf kein bestimmtes Spiel andeuten. Town of Light zum Beispiel. Okay. Und sie wankt auch kräftig. Meine Güte, Alice, was ist mit dir bloß passiert, sag mal. Klar, wir können natürlich nichts anklicken. Ruhe bitte! Was? Oh, ich glaube, ich bin auf dem richtigen Weg. Moment. Ich möchte erstmal auf dem falschen Weg sein, wenn es geht. Meine Güte, schwankt sie. Wahrscheinlich wurde sie unter Drogen gesetzt. Deswegen hat sie auch vorhin so geguckt, als der Doktor mit ihr geredet hat.